Spiele und Religion, das ist so eine Sache. Mal spielt man einen Priester in WoW, mal baut man eine Kirche in Anno. Aber ist das wirklich Religion, die wir da spielen? Was macht eine Religion aus? Gemeinschaft? Innere Einkehr? Eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod? Ist das nicht eine Mechanik, nach der Religion arbeiten? Wie Games auch? Wie wird Religion in Spielen überhaupt dargestellt? Gibt es religiöse Spiele? Und können Spiele Ersatzreligion sein? Bei mir ist Andreas. Andreas ist Kurator des Computerspielemuseums in Berlin und hat auch Religionswissenschaften studiert. Genau, ist zwar schon eine Weile her, 1994 habe ich abgeschlossen, aber insofern stecke ich ein bisschen in der Materie. Wir spielen jetzt mal Anno 1404. Seht, die Gerüste auf der Dombaustelle sind endlich fertiggestellt. Der erste Schritt ist vollbracht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für eure Hilfe danken kann. Inwiefern spielt Religion eine Rolle in Anno? Einerseits als historischer Hintergrund, denn man kann schwer, sagen wir mal, ein Spiel im späten Mittelalter ansiedeln, gerade wenn es auch um so politische Geschehnisse geht, ohne das religiöse Moment dort auch zu erzählen. Und die Kreuzzüge waren da eben ganz, ganz groß. Und andererseits aber auch als Spielmechanik, dass ich schon auch gucken muss, wenn ich ein Dorf anlege, dass ich dann da zum Beispiel eine Kirche platziere, um meine Schäfchen, um meine Bevölkerung eben bei der Stange zu halten, um ihnen Zufriedenheit zu geben, aber eben auch Bindung an mich, und so, dass sie nicht zu den Feinden überwechseln. Okay, und das ist quasi dann auch Pflicht? Das ist Pflicht und empfiehlt sich vor allen Dingen auch, genau. So, wie genau funktioniert das denn hier? Also ich muss ja Dörfer anlegen, ich muss sozusagen ein Reich kreieren, und Da ist es wichtig, dass ich da verschiedene Gebäude platziere, wo die Leute wohnen, wo sie auch produzieren können, dass ich Rohstoffe produziere, Schiffe bauen kann, auch militärische Einheiten dann quasi produzieren kann. Und damit eben so ein Dorfwesen und so ein Stadtwesen gut funktioniert in Anno, brauche ich eben auch eine Kirche. Das gehörte damals dazu, und das gehört dann eben auch zwangsläufig in dem Spiel dazu. Und diese Kirche schafft eben Zufriedenheit bei meinen Bevölkerungen, sodass sie letztendlich produktiver sind. Also wird hier jetzt auch nur unsere Vorstellung einer Religion genutzt? Es wird in einem sehr technischen Sinne die Vorstellung von Religion benutzt, nämlich dass Religion gut ist für Gemeinschaftsbildung und insgesamt die Moral stärkt. Aber das ist natürlich nicht die eigentliche Erklärung von Religion, die man sehr stark auch aus der individuellen Perspektive verstehen muss. Da geht es um Sinngebung über den Tod hinaus. Das sind alles ganz, ganz wichtige Facetten der Religion, die hier jetzt in dem Spiel gar nicht vorkommen, sondern da wird quasi einfach gesagt, Religion ist gut fürs Volk, für die Moral, deswegen lohnt die Investition in eine Kirche. Das zahlt sich aus, weil die Bevölkerung dann letztendlich zufriedener und damit produktiver ist. Es sollen nicht noch mehr Schiffe verunglücken und den Bau des Doms gefährden. Anno ist ja ein Spiel, was wirklich historisch angelegt ist und sehr viel Wert auf Authentizität legt. Kann man hier dann auch was über Religion lernen? Ja, ganz klar. Man lernt hier was über Kreuzzüge. Man lernt auch, wogegen wendete sich das, wie sind die so zusammengestellt worden. Darf es allerdings nicht eins zu eins nehmen. Und das ist bei allen Spielen, steht nicht als erstes Ziel eine historische Vermittlung, sondern Unterhaltung und Spaß. Und jeder Game Designer, der ein guter Game Designer ist, wird an der Stelle, wo er dazwischen unterscheiden muss, wird sich für den Spaß entscheiden und wird dann eben nicht mehr authentisch, was die Geschichte angeht. Insofern regt es an, stellt so ein Gesamtbild dar, aber um es dann wirklich zu wissen, wie es passiert ist, da muss man dann vielleicht schon mal das ein oder andere Buch lesen. Religiöse Motive findet man in vielen Kunstrichtungen, nicht nur in Games. Über die Bedeutung von Religion in der Kunst und auf welchen Ebenen Kunst Religion thematisiert, darüber habe ich mit dem Religionswissenschaftler Tobias Knoll gesprochen. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, in the name of our Lord. Wenn man von Religion als was Institutionellem denkt, dann hat man natürlich die Förderung von Kunst, man hat aber auch natürlich Zensur und Kritik, moralische, ethische Kritik von Kunst. Da gibt es natürlich ganz viele Ebenen.
Aber natürlich auf persönlicher Ebene hat Religion einen sehr starken Einfluss, nämlich in der Art und Weise, wie die Schöpfer von Kunst, und da zählen ja auch Spiele dazu, ihre eigene Vorstellung, ihre eigene Religiosität auch in Spiele mit einbringen können, aber auch eben wie Spieler selbst sich von ihrer eigenen Religiosität beeinflussen lassen in der Art und Weise, wie sie ein Spiel wahrnehmen oder wie sie sich kritisch damit auseinandersetzen. Viele Spiele nehmen die religiösen Inhalte gar nicht so stark wahr. Das ist was, das liegt vor allem daran, dass das einfach was Normales ist, dass man irgendwie ein bisschen von religiösen Elementen umgeben ist. Das sind wir im Alltag ja auch, egal ob wir jetzt religiös sind oder nicht. Religion begegnet man einfach und dadurch wirkt es eben als was Normales. Ich glaube, es würde teilweise eher auffallen, wenn es fehlen würde. Und aber es gibt natürlich auch Spieler, die, wie gesagt, ihre eigene Religiosität mitbringen in ein Spiel und sich dementsprechend damit auseinandersetzen. Die können dann auch sehr unterschiedlich reagieren. Also es gibt Spieler, die sich sehr stark positiv auseinandersetzen mit dem, was sie in den Spielen vorfinden, also die das auch nutzen für sich selbst. Es gibt zum Beispiel eine Game Church mittlerweile, die kommt aus den USA, deren ihr Motto ist Jesus loves gamers. Und die setzen sich auch sehr aktiv mit den Spielinhalten auseinander. Es gibt aber natürlich auch auf der anderen Seite Leute, die sich mit bestimmten Sachen dann gar nicht identifizieren können oder die aktiv ablehnen. Computerspiele sind eben wie die allermeisten anderen Medien extrem heterogen. Das heißt, man kann allgemeine Aussagen über Computerspiele kaum treffen, weil es eben so viele Computerspiele gibt, wie es unterschiedliche Filmgenres und Büchergenres und Kunstwerke gibt. Je nachdem, was man da vorfindet, hat es ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen. Deswegen, also wenn wir uns in der Religionswissenschaft mit Spielen auseinandersetzen, dann machen wir das auf einer sehr, sehr individuellen Ebene. Das heißt, wir schauen uns wirklich einzelne Spiele an. Wir schauen uns aber auch die einzelnen Spieler an, wie die damit umgehen, was die dazu sagen zu den Spielen. Und da entdecken wir immer wieder, dass es einfach Welten gibt, teilweise zwischen den Positionen, die Spieler einnehmen. Also es gibt Leute, die wahnsinnig darauf eingehen, die auch uns begeistert erzählen, was sie da an religiösen Elementen entdeckt haben in den Spielen und was das für sie bedeutet und so. Und andere sagen, na, interessiert mich nicht. Und beides ist eine valide Einstellung dazu. Also weil Spiele sind einfach für sich eigentlich vor allem ein Kommunikationsmedium. Und über dieses Kommunikationsmedium wird eben auch Religion kommuniziert. Und was wir dann letzten Endes damit anfangen, das hängt ganz stark von uns selbst ab. Die letzten Jahre haben beispiellose Umbrüche über das ewige Land Kel'Thalas gebracht. Auf Anweisung ihres geisteskranken Anführers Kel'Thas Sonnenwanderer kanalisierten die Blutelfen gefährliche chaotische Magie und verwandelten ihren heiligen Sonnenbrunnen in ein Tor unsäglichen Übels. Inwiefern hat World of Warcraft denn mit Religion zu tun? Ja, also einerseits natürlich auf der Spielmechanik-Ebene, man hat eine ganze Vielzahl von magischen Wesen, von Zaubern. Man kann eben Religionen auch entwickeln und das sind sozusagen alles Ressourcen, die man einerseits investiert und dann bekommt man eben Dinge, Waffen, Eigenschaften, Sprüche, magische Sprüche zurück. Das ist bei World of Warcraft alles in einem Fantasy-Ambiente, in einer Fantasy-Welt angesiedelt, was den großen Vorteil für die Spiele-Designer hat, dass sie wirklich aus dem Vollen schöpfen können und sehr gut auch das Balancing der Waffen und der Angriffe machen können, weil da gibt es ja quasi keine Vorbilder, das denkt sich der Designer aus, diese magische Welt. Ist Religion quasi auf der Waffenebene. Wir haben es hier mit einem Multiplayer-Online-Spiel zu tun. Und insofern hat das natürlich gemeinschaftsstiftende Funktion. Und das ist ja eine der Kernfunktionen auch von Religion, dass sie eben Gemeinschaften bilden und auch zusammenhalten. Und hier kann man schon sagen, dass es natürlich World of Warcraft Community gibt, Fans gibt, die da sehr leidenschaftlich auch immer sich wieder treffen und dort eben gemeinsam leben, handeln, spielen. Und da muss man dann eigentlich auch schon mal gleich auf einen ganz deutlichen Widerspruch hinweisen, denn die Gemeinschaftsbildung hier bei World of Warcraft, die ist eigentlich nur innerhalb der Spielwelt gültig und nicht darüber hinaus. Während eben Religion uns ja Erklärungen für nicht nur sogar
alle Lebensaspekte anbieten, sondern auch über das eigentliche irdische Leben hinaus Erklärungen anbieten, die ganze Welt erklären. Und das ist eben bei Spielen genau ausgeschlossen. Spiele sind per Definition nicht ernst. Sie sind Spiel. Und insofern kann eigentlich keine spielerische Gemeinschaft vergleichbar sein mit einer Gemeinschaft, die durch Religion gebildet wird. Denn da sind nochmal viel weitreichendere Vorstellungen und auch vor allen Dingen der Glaube natürlich an ein oder mehrere Götter entscheidend. Im Spiel muss ich nicht glauben. Das sind Algorithmen, das sind Spielregeln, das sind andere Spieler. Ich verabrede mich da, mit denen in der Zeit der Spielzeit zu interagieren. Bin eine Gemeinschaft, aber das Spiel ist dann auch zu Ende und dann ist die Gemeinschaft auch vorbei. Und deswegen schließt sich das eigentlich aus, diese Form von Religion und Spiel. Religion kann sehr persönlich sein. Man braucht dazu nicht immer eine Kirche, Mythen und Legenden. Religion findet manchmal nur zwischen zwei Menschen statt. So zum Beispiel im Spiel That Dragon Cancer. Aber ist das überhaupt noch ein Spiel? So, wir spielen jetzt That Dragon Cancer. Aber spielen ist nicht unbedingt der richtige Term dafür. Genau, das ist ja eigentlich kein Spiel mit Spielziel und man kann auch relativ wenig machen. Man wohnt im Prinzip dem familiären Drama bei von Eltern, die einen krebskranken Jungen haben, der bereits mit einem Jahr Krebs diagnostiziert bekommen hat und jetzt 5 ist zu der Zeit, wo wir das hier erleben. Und eben in Behandlung ist und wir können eigentlich daran teilhaben und hier und da über kleine Interaktionen eben auch ein bisschen eingreifen. Aber es ist vor allen Dingen das Nachempfinden eben dieser doch sehr traurigen Situation. Und inwiefern hat das jetzt mit Religion zu tun? Das ist tatsächlich ein auch durchaus christliches Spiel. Die beiden Eltern sind gläubig, christliche Gläubige und insofern wird dort auch immer wieder gebetet und das ist die Art, wie eben die Eltern versuchen, das quasi dem irgendwo Sinn zu geben auch, was eigentlich quasi sinnlos ist aus ihrer Perspektive. Und das ist ja eine der Stärken eigentlich jeder Religion, dass sie Menschen befähigt, mit eben solchen schwierigen Situationen umzugehen, dass man trotzdem den Mut nicht verliert, die Hoffnung nicht verliert, weil man eben weiß, auch nach dem Tod geht es weiter. Look at all of these pancakes. Did you ever see pancakes like this? Es ist ja ein sehr authentisches Spiel. Wir haben es ja mit tatsächlichen Eltern zu tun und einem tatsächlichen Jungen, die es gegeben, also die Eltern gibt es noch, der Junge ist mittlerweile gestorben. Das Spiel ist nach seinem Tod entstanden und der Vater hat tatsächlich auch während der Sohn noch lebte, den Sohn aufgenommen. Das heißt, wenn wir hier Stimmen von ihm hören, dann sind das authentische Stimmen und auch die Eltern sind quasi authentisch eingesprochen. Es sind also echte Eltern, es ist eine echte Geschichte. Und das greift einen natürlich an und insofern erleben wir eben auch diese Bewältigungsstrategie der Eltern durch eben christliche Religion sehr intensiv und nah auch mit. Und welchen Zusammenhang hat die Story hier mit biblischen Vorstellungen? Im Kern auch der christlichen Vorstellung steht ja das Leben nach dem Tod. Und das Paradies ist das eben, wenn man an Gott geglaubt hat und Gott gefällig gelebt hat, wo man dann eben nach dem Tod hinkommt. Und das wird hier tatsächlich auch dargestellt. Es ist eine Pfannkuchenwelt, in der dann der Junge nach dem Tod eben gezeigt wird. Und es ist eben hier die Vorstellung eigentlich vom Paradies. Und naja, vielleicht eben, wie sich so ein 5-jähriger Junge das Paradies vorstellt. Mhm.